Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in der Minecraft-Stadt, Staffel 2, Folge, keine Ahnung was. Ja. Heute geht es um das Berghotel. Denn wie ihr seht, ihr hat sich einiges getan. Man kann hier schon ein bisschen was erspähen. Und vielleicht habt ihr den Trailer auch schon gesehen. Da habt ihr ja auch einen ganz kurzen Einblick bekommen. Ja. Und zwar ist es so gut wie fertig. Und das wollte ich euch jetzt gerne mal zeigen, ne? Ja. Genau. Hier hat man also so einen gemütlichen kleinen Eingangsbereich. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was hinmachen. Ich meine, der ist noch ein bisschen leer, ja. Kann ja noch was hinkommen. Da haben wir hier vorne unsere Rezeption. Und ihr hört schon, wenn man näher kommt, dann klingelt man hier so gesehen. Bisschen nach so einer schrägen Klingel. So, sie schräg. Naja, genau. Und ja, irgendwas wird ja noch hinterkommen. Werden wir sehen. Da gehen wir gleich runter zum Lastenaufzug, denn das ist eine kleine Überraschung. Die werde ich euch später zeigen. Wenn man hier reinkommt, hat man erstmal Taxifahrer hier stehen. Ja, ihr. Ich kann mal kurz erzählen, was es mit dem auf sich hat. Und zwar habe ich oder haben wir später vor, dass man sich das Schnellreisebuch da kaufen kann. Wenn man zum Beispiel verloren hat oder so. Sache ist, ich bin nicht so ein Fan von dieser Idee. Ich würde eher so machen, dass wenn man dann zum Beispiel. Also man klickt ihn an und da kann man verschiedene Destinations auswählen. Also sprich zum Beispiel dann ihr Kraftwerk oder die anderen Stationen. Und dann wird man in so eine kleine Animation versetzt, wie man dahin fährt. So, das hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht. Aber ja. Hi. Genau, dann hat man hier natürlich auch noch Bankautomaten. Da kann man einfach Geld abheben. Sprich, ich habe jetzt hier gerade. Wo bin ich denn hier auf der Tafel? Da, 151. Kann ich einfach abheben. Und wenn man das dann abgehoben hat, kann man natürlich dann hier auch bezahlen. So, jetzt ist natürlich die Sache, man hat drei verschiedene Klassen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle durch. Da brauchen wir uns mal noch ein bisschen Geld hier. Schon mehr Geld, ja. So, gut, dann haben wir hier zum Beispiel erstmal Klasse 1 Zimmer. Bezahlungssystem relativ simpel. Wir haben hier zwei Dispenser, aus dem linken kommt die Keycard raus und dem rechten bezahlt ihr. Können wir jetzt mal ein Emergency einwerfen und schon kriegen wir ein paar Sachen. Und zwar einmal 10 Coins, eine Fahrstuhlkarte Klasse 1 und Zimmer 102. Schade, nicht das 101er. Ist nicht so schlimm. Gleiches Prozedere auch bei den Klasse 2 Zimmern. Einfach hier zwei Stück reinwerfen. Und schon kriegen wir Fahrstuhlkarte Klasse 2, das Zimmer. Auch 202, lol. Okay. Und nochmal Coins. Dann sortiere ich mal ganz kurz, dass wir hier unsere Zimmer haben. Klasse 3 Zimmer natürlich auch so. Aber wir haben natürlich auch noch einen Alternativweg und zwar kann man hier auch per Bankkonto bezahlen. Also sprich so, als wenn ihr eure Karte da reinsteckt und dann würdet ihr abbuchen. Das funktioniert dann hier so. Ihr stellt euch hier hin, da steht auch hier buchen und dann drückt ihr auf den Knopf und entweder steht der Buchen erfolgreich, also dann kriegt ihr Fahrstuhlkarte Klasse 3, nochmal Coins, dann liegt hier ein Zimmer 301. Ah, so ein schönes Zimmer. So, also 2, 202 und 301. Wunderschön. Genau, hier sind dann die Zimmerrückgaben. Da tut man einfach später alles zurückgeben und dann wird es wieder ins System gepackt. Gut, dann haben wir hier so eine kleine, ja, einen kleinen Aufenthaltsbereich. Schön dekoriert mit einem kleinen animierten Brunnen. Der tut ab und zu auch nochmal Feuer sprühen. Na komm, sprüh Feuer. Jetzt, da geht doch. Ja, ist aber so Zufallsprinzip. Hier ein schönes Gemälde von Sir Schwein. Weiß nicht, wer die da hinten ist. Auf jeden Fall Schwein steht immer im Mittelpunkt in diesem Bild. Ich weiß nicht warum. Genau, überall auch wieder Sitzmöglichkeiten, wie man es kennt. Und hat man hier so eine kleine Bar. Haben hier einmal so ein Glas mit einer Olive drin. Lecker. Und noch ein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Soll das. Also ein Glas mit irgendwas drin. Ich weiß nicht genau was. Also fragt mich da nicht. Und hier haben wir natürlich noch unsere guten alten Getränke, die ich ja schon mal erstellt hatte. Heißt ein Glasbehälter. Ja. Genau. Da
Die Getränke hatte ich mal schon mal alle erstellt. Und wie gut, dass ich in der Stellzug geleistet habe, weil so können wir denn dann hier immer alle in die Welten mitnehmen. Genau. Hier drüben kaufen wir uns dann später die Suite, aber erstmal gehen wir zu unseren verschiedenen Zimmern. Und erstmal zu den Klasse 1 Zimmern. Genau, ihr fragt euch wahrscheinlich, hä, ist doch gar geklopft, wie fährt der Fahrstuhl los? Dafür sind dann jetzt die Fahrstuhlkarten da. Und zwar, wenn ihr jetzt die Fahrstuhlkarte Karte Klasse 1 in der Hand nehmt, wäre das hier noch nichts. Oben angekommen, hat uns gerade da jemand beobachtet, auch schön. Sucht jetzt euer Zimmer, Zimmer immer die 01, ist immer mitgeteilt, zwei, die einfach durchgesteckt wurden. Und deswegen, da wurden keine Armor-Sets mitgenommen, deswegen sind die anderen immer ohne Details. Ach ja, genau, Fahrstühle fahren auch mit der Zeit wieder runter, so dass man keinen Rufknopf braucht von unten. Genau, wir haben aber nicht Zimmer 101, sondern 102 und hier gibt es auch keinen Kartenmechanismus, sondern einfach, ihr müsst das Item wirklich in der Hand halten. Ja, gut, dann würde ich sagen, Licht an bitte. Aha. Okay, gut. Anscheinend habe ich die Technik in dem Raum noch nicht richtig gebaut gehabt. Funktioniert das nicht? Habe ich da falsche Koordinaten eingegeben? Naja, egal. Also auf jeden Fall, die Skag-Sensoren machen immer das Licht an. So, wenn ihr euch dann nicht mehr bewegt, geht's aus. Wenn ihr euch aber weiter bewegt, bleibt's an. Genau. Dann hier, klassische Küche. Hier wäre eigentlich ein Toaster. Hier dann der Herd. Und hier ein Kühlschrank. Genau, dann so ein schickes Schlafzimmer. Muss ich schon sagen. Das ist schon wirklich sehr schön. Und ihr merkt, das ist alles in einem Raum. Ich meine, Klasse 1 Zimmer, da erwartet man jetzt nicht so viel. Ach, tatsächlich, diesen Raum habe ich überhaupt nicht bearbeitet gehabt. Ja gut, schon weiß ich, was ich gleich machen muss. ja, aber was funktioniert, ist der Zimmerservice. Und da steht auch schon vor der Tür. Und dafür braucht ihr auch die Coins. Denn er verkauft euch ein bisschen was. Zum Beispiel hier ein Travels, eine Potion of Swiftness und einen Apfel. Können wir uns ja ein bisschen was holen. Ich tippe natürlich gerne mal die Porsche aus Swiftness. Dankeschön. Und jetzt verschwinden sie. Jetzt sehen wir mich einfach einmal schlagen, damit er weggeht. So. Schön Porsche aus Swiftness. Wunderbar. Natürlich haben wir hier auch noch ein paar Ausblicke. Das ist nämlich, glaube ich, das Zimmer, was wir gerade von unten gesehen haben. Ja. Warum auch immer hier ein Campfeuer in einem halb geschlossenen Raum ist. Ich frage einfach nicht. Dann geht es auch schon weiter zu den Klasse 2 Zimmern. Ich verkürze euch mal kurz den Weg. Angekommen bei Klasse 2 Zimmern. Einmal die Zimmerkarte in der Hand halten und schon geht das Zimmer auf. Ihr merkt schon, ein bisschen größer. Und hier funktioniert das Licht einmal ausnahmsweise auch mal. genau, hier auch wieder mit so einer kleinen Sitzecke. Warte mal, warum haben wir zwei Sitzecken? Okay, merkwürdig. Werden wir uns schon irgendwas bei gedacht haben? Stimmt, hier wollte ich irgendwann einen Fernseher hinbauen. So war das. Das war dann hier so Couch und hier ist plötzlich Esstisch. Aber naja. Oh, und das halbe Bad steht unter Wasser. Mal wieder. Ja. Ne? Das ist so üblich bei uns im Hotel. Also wenn ihr Wasserschaden habt, das bedeutet nicht, dass ihr Wasserschaden habt, sondern es ist gewollt, ja. So reinigen wir den Boden, ja, wisst ihr, das hört schon nach einer Zeit auf magischer Weise, hoffe ich. Also wenn ich das nächste Mal ins Bad komme, sollte das Wasser eigentlich weg sein. Genau, dann haben wir hier das Schlafzimmer. Ihr seht, relativ dunkel, aber ich meine, sobald man sich ins Bett legt und aufs Bett zugeht, geht das Licht auch an, genau. Wüsste nur gerne, wo das Licht... Achso, unter dem Bett, verstehe. Gut. Dann haben wir hier noch die Küche. Auch ein relativ simples Design. Natürlich hier wieder mit Herd und Schränken. Das hier soll eigentlich noch eine Spülmaschine darstellen. Das ist aber, wie gesagt, wieder das undetaillierte Zimmer. Kann ich ja gleich nochmal im Schnelldurchlauf zeigen. Und hier oben im Barrett ist, glaube ich, nichts drin. Ne, okay, gut. So, und ich sehe ja auch schon, das Badezimmer hat sich auf wundersame Weise repariert. Das ist natürlich so, wie wir es wollen. Also ihr seht, hier sind normalerweise noch Ghostblöcke und dann hat man eine ganze Badewanne hier. Und natürlich haben wir auch in jedem Zimmer eine funktionierende Dusche. Ihr seht schon, dann können wir uns hier wunderbar duschen. Und nicht so mit diesen
kompletten Wasserstrahlen, die da immer runterkommen bei den klassischen Duschen. Da ertränkt man ja halb. Genau. Das war's dann. Ach ja, Zimmerservice. Mal gucken, was bietet der uns an. 13 Steak, Potion aus Swiftness mit ein bisschen mehr und goldene Apples. Dann nehmen wir doch wieder mal die Potion. Dankeschön. Gucken, was gibt's hier. Was gibt die uns? Ganz kurz Stärke und dann ist es auch direkt wieder weg. Ich habe vergessen, anscheinend die Sachen festzulegen. Naja, egal. Gut, hier natürlich auch einen schönen Ausblick von ein bisschen weiter oben. Genau. Seht ihr, da unten war unser erster Balkon irgendwo. Jetzt sind wir weiter oben. Wunderschön auf jeden Fall. Dann auf zur Klasse 13 Mann. Bei den Klasse 13 Mann angekommen, seht ihr schon, der Gang ist etwas sehr, sehr lang. Ja, kommt halt darauf an, weil die Zimmer so lang sind oder so groß sind. Und wie Zufall es so möchte, haben wir sogar das detaillierte Zimmer, Zimmer 301. Und da seht ihr schon, hui, hier kriegt man bestimmt ordentlich was. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine richtige schöne Standuhr, detaillierte. Ja. Dann hier ein Fernseher mit einer wunderschönen Fernbedienung. Also ich muss schon sagen, die sieht wunderschön aus. Hat kein anderes Zimmer bis jetzt. Ja, ich schalte mal das nicht dauerhaft an. Jetzt habe ich immer wieder dieses Flackern. Dann hier vorne seht ihr auch in der Küche, so sieht eigentlich der Toaster aus. Haben wir noch eine Mikrowelle, dieses Gitter, weiß ich gar nicht, soll das Tastenfeld sein oder was soll das sein? Ah ja, okay, gut. Dann haben wir hier noch einen schönen Kühlschrank mit einer Eismaschine, eine schöne Sitzecke und da können wir auch schon oben ein bisschen in die Suite gucken. Ja, hier haben wir noch einen Tiefkühler. Ich frage, weil es die anderen sagen immer, man braucht keinen Tiefkühler im Hotel. Ich sag schon, wenn ihr zum Beispiel einen Großeinkauf gemacht habt, weil es ist ja schließlich Selbstversorgung hier und der Zimmerservice bietet ja nur ein paar Kleinigkeiten an, ne? Oder? Dann kann man seine Sachen auch dazwischen lagern. Finde ich immer relativ entspannt. Ja, jetzt mit diesen neuen, hier, wie heißen die? Azaleas. Die kann man ja auch in die Blumentöpfe stellen. Die sehen echt schön aus, so als Mini-Bonsai-Bäume. Ja, dann gehen wir mal jetzt hier runter ins Badezimmer. Und ihr seht schon, das ist schon ein sehr schönes, großes Badezimmer. Auf zwei Etagen sogar. Beziehungsweise in der untersten Etage. Zimmer zwei Etagen. Haben wir hier einmal unser Waschbecken. Oh, ja. Und da kommt ein bisschen grünes Zeug raus. Könnte daran liegen, dass wir noch ein bisschen am Kraftwerk sind. Ihr wisst ja, der ist der Fuß ein bisschen sehr verseucht. Ne? Ja, machen wir wieder aus. Genau. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Klo. Und das hat den Vorteil, wenn euch mal langweilig ist auf Toilette, dreht ihr einfach diesen Knopf hier. Und da kriegt ihr ein bisschen Musik auf Toilette. Ist das nicht wunderschön? Wunderschöne Scheißmusik. Ja, dann hier noch die Badewanne. Kann man sich natürlich auch hinsetzen. So wie es sein muss. Okay, ich glaube, hier fehlt ein Ghostblock, habe ich so das Gefühl. Ja, denke mal schon. Okay, gut. Dann haben wir hier noch wieder eine Dusche mit einem Display in der Dusche. Das heißt, ihr könnt Fernsehen gucken oder was auch immer ihr unter der Dusche macht, da drauf schauen. Hier noch eine schöne Shampoo-Flasche. Und dann tun wir uns mal hier duschen. Und ihr seht, wir haben hier vier Düsen diesmal. Also hat man schon ordentlichen Luxus hier. Und natürlich auch mal einen wunderschönen Abfluss. Mach mal wieder hier aus. Und natürlich hat man auch noch seine eigene Grotte hier. Es muss einfach dazugehören. Also wenn man schon drei Emeralds ausgibt, dann muss man auch schon eine ordentliche Grotte kriegen. Ihr seht auch schön, wunderschön detailliert hier mit Magmasteinen, die so die Hitze erzeugen. Hier dann diese halb verbackten Steine, wo wieder Steine fehlen. Also so langsam verschwinden die Blöcke hier mehr und mehr. Da ist gerade gezischt. Cool. Genau. Hier hinterher noch ein bisschen Wärme, so Lava und sowas. Natürlich hat man im echten Leben keine Lava dahinter. Ne? Da ist das wahrscheinlich. Irgend anderes erhitztes Material, weil Lava wäre ein bisschen schlimm. Genau. Dann haben wir natürlich noch die andere Seite. Da geht es einmal runter zum Schlafzimmer. Und
Dir fehlt auch ein... Alter, was ist denn hier los? Wir müssen mal die Zimmer nochmal überarbeiten. Heilige. Genau, mit ein bisschen Bambus, wunderschöne Betten hier. Und ja, gut. Das soweit zu dem Zimmer. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns nochmal den Room-Service her. Hallo. Und der bietet schon ein bisschen mehr an. Und zwar Rabbit Stew, Porsche of Swiftness mal wieder. Enchanted Golden Apple und eine Pizza. Da würde ich mal sagen, holen wir uns nochmal so eine neue Potion. Eine Pizza. Und ich habe noch ein bisschen Hunger auf Kaninchen-Ragout. Ach so. Ah, lol. Ich kann ja eigentlich gar nicht stacken. Gucken. Ist die Potion länger? Die hält nur so einen Familie-Augenblick. Naja, gut. Genau, so viel zu dem Zimmer. Dann würde ich sagen, haben wir auch die Zimmer hier durch. Ich? Was ist das hier? Ist alles viel zu dunkel. Ich glaube, hier ist es noch nicht fertig. Das müsste, glaube ich, noch alles so ein bisschen dekoriert werden. Ich denke mal, es wird so eine kleine Oase oder wie das heißt. Aquarien haben wir hier natürlich auch noch drin. Und natürlich wieder einen wunderschönen Blick von hier auf die Stadt. Ja, sehr wunderschön. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Lastenaufzug. Da habe ich ja schon gesagt, haben wir ein kleines Secret. Beziehungsweise, ja, doch, ist ein kleines Secret. Aber erst geben wir unsere Schlüssel zurück, das ist immer sehr wichtig. Drei, dann, dann. Flaschenkarten könnt ihr auch reinwerfen. Ihr könnt eigentlich alles reinwerfen, weil alles, was nicht da reingehört, wird einfach gelöscht. Genau, einfach alles, was ihr gerade im Inventar habt, auch unser Geld, nehmt unser Geld, verbrennt es. So, gut, Lastenaufzug, hallo. Was da unten ist, wird euer Leben verändern. Es geht ab in die Tiefen des Hotels. Und hinter dieser Tür verbirgt sich etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas Dämonisches oder wie nennen wir das, satanistisch, keine Ahnung. Ich weiß den Begriff dafür nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Anspielung an Wolfi gemacht. Der wird hier gerade von diesen Menschen, die hier drumherum stehen, beschworen. Beziehungsweise, ja, wie man es nimmt, ne? Ach ja, genau. Haben dann hier so, haben die Leute hier so eine Verbindung aufgebaut im Kreis. Und deswegen kann er jetzt in der Luft schweben. Er ist der allmächtige Wolfi. Ich knie vor dir nieder. Ich weiß aber nicht, was man da machen muss. Ja, auf jeden Fall. Das versteckt sich in unserem Keller. Ja. Genau. Bei Sweet ist es so, ihr könnt nur mit eurem Bankkonto bezahlen. Das heißt, ihr müsst genug Geld auf dem Konto haben. Und das System funktioniert folgendermaßen. Und zwar haben wir hier einmal Sweetkauf an vorne, Sweetkauf bestätigen und Sweetkauf abschließen. Ihr könnt jetzt hier irgendwas von denen drücken, da wird nichts passieren. Denn ihr seht, die Lampen leuchten nicht. Man kommt ab hier hin und kann sich eine Suite anfordern. Die Suite kostet 30, also ja, 30 Geld, haben wir noch keine Einheit. Ich habe 143, ich kann mal gucken. Der überprüft jetzt erstmal mit dem Knopf, haben wir überhaupt genug Geld? Wenn ja, geht die Lampe hier neben an. Dann könnt ihr jetzt bestätigen drücken. Dann sagt ihr jetzt so, also jetzt, wenn er euch fragen würde, wollt ihr, bist du sicher, dass du dieses kaufen möchtest? Dann ist er eher auf ja. Dann kommt hier Sweetkauf abschließen. Sobald ich jetzt diesen Knopf drücke, kriege ich die Karte und Geld wird abgebucht. Das heißt, sprich, ich klicke da drauf, zack, und schon haben wir die Karte. Ach stimmt, wir haben ja nichts verloren, weil es alles Geld, was ich hier in dem Hotel bezahle, geht auf mein Konto. Also sprich, ich verliere gar nichts, wenn ich hier irgendwas kaufe. So wunderschön. Jetzt haben wir hier die Sweetkarte. Genau, theoretisch könnte ich jetzt nochmal anfordern. Ich müsste jetzt gucken, dass ich das eigentlich sperre. Müssen wir dann noch machen. Aber ja. Jetzt sehen wir jetzt, oh Gott, das wird ja Ewigkeiten dauern, wenn jetzt der Fahrstuhl hier hochfährt. Aber falsch gedacht, hier ist gar kein Fahrstuhl. Wenn ich jetzt einfach die Karte in der Hand nehme, dann geht's auf nach oben. Was macht der da? Das heißt, da ist ein Irrer auf meinem Dach. Oh Gott, wir werden hier von oben ausspioniert, Leute. Das kann nicht sein. Da muss ich mich nochmal beim Hotel-Manager melden. Ach stimmt ja, das bin ich. Gut,
Ja, ihr seht, hier ist noch nicht wirklich viel. Dockcroft ist gerade dabei, dieses Zimmer hier noch einzurichten. Auf jeden Fall hat man hier schon mal ein sehr schönes Himmelbett oder wie man die auch nennt. Das Zimmer geht über 3 Etagen, also ihr habt ja wirklich puren Luxus. Und ich hoffe, das wird auch noch ein bisschen schöner eingerichtet, weil wenn das nur so bleibt, so ein bisschen kahl, hier muss ordentlich Detailarbeit rein und zwar sehr viel und zwar mehr als in den Klasse 3 Zimmern. Das kann schon was werden. Zumindest haben wir hier einen Wandschrank mit dem heiligen Redstone-Hemd. Ich weiß nicht, wo ich auf die Idee kam, aber ich habe es einfach hier eingebaut. Ja, habt ihr auf jeden Fall ein Hemd, was sich hier dreht. Genau, ein paar Bücherregale. Hier ist Badezimmer, ist auch noch in Arbeit. Hier muss auf jeden Fall mehr, ja, mehr Düsen hin. Das machen wir ungefähr so viel. Hier ist auf jeden Fall noch ein paar Monitore, keine Ahnung, vielleicht auch noch eine Sitzgelegenheit. Vielleicht machen wir hier auch noch so eine Wandhalterung mit Dusche. Das werden wir gleich alles schauen. Lol, hier fehlt auch die Treppe bei dem Stuhl. Beim Klo, auch lustig. Natürlich hier noch eine größere Badewanne. Und ja, Waschbecken müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen schöner machen. Gut, dann gehen wir mal eine Etage höher. Und hier finden wir dann, ja, die Luxusaussicht, während der immer noch über das Glas läuft. Ja, wenn ihr eure Chance so hochgestellt habt, dann könnt ihr hier eigentlich rausschauen. Also wenn schon, dann würde ich das ganze Ding hier so zubauen, dass man dann nicht immer gegen diese Teile gegenläuft. Das ist sonst ein bisschen merkwürdig. Machen wir schon, wenn dann schon so. Dann passt das eher. Genau, habt ihr jetzt schöne Sicht auf die Stadt, wenn dann eure Chance so viel laden. Hier hinten habe ich dann eine Tür eingebaut, wo ihr einen schönen Blick auf das Kraftwerk habt, wenn es denn auch irgendwann lädt. Genau, dann haben wir hier noch einen großen Flatscreen. Der wird wahrscheinlich vielleicht noch animiert. Mal schauen. Und, genau, ja. Ich werde ja wahrscheinlich auch eine Dark Oak links platzieren. Also ihr seht, es ist noch nicht viel, aber es muss natürlich das schönste Zimmer im ganzen Hotel werden. Und dafür werde ich schon persönlich sorgen. Genau, runter geht es halt ein bisschen Slow Falling, dass ihr nicht direkt auf den Boden kackt. So, dann ist man gleich unten. Oder hier ist schon ein wunderschönes Bild von mir. Ja, Hotelgründer. Genau, gehen wir jetzt wieder mal wieder zurück für den nächsten. Und ja, so viel zum Hotel. Also ihr seht, hier ist ordentlich was entstanden. Und wir sind noch weiter am Bauen. Ja, aber hier, guck mal, sieht man. Sogar hier oben hat ein Zimmer sogar ein Fenster. Aber wirklich nur ein Zimmer. Hier drüben Geisterbahn werden wir mal schauen. Ich denke mal nicht, dass die in den Berg kommt, sondern dass man hier so einen kleinen Fahrstuhl hat, der dann nach unten fährt und dann hast du unten einen Einstieg zur Bahn. Vielleicht fangen wir auch heute schon die Geisterbahn an. Werde ich mal schauen. Ich habe auf jeden Fall noch sehr geile Ideen von meiner alten Geisterbahn. Jetzt, wo ich mit Commands besser umgehen kann, werde ich da auf jeden Fall noch sehr viel mehr machen können. Ja. Aber dann würde ich sagen, bis dahin. Das ist das neue Hotel und es wird definitiv noch viel schöner. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.